Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tesla Mac. Mein Name ist Marian und ich bringe dir heute ein neues Update. Es freut mich, dass du wieder dabei bist. Wir starten gleich mal rein mit vielen Neuigkeiten. Und wenn du neu dabei bist oder noch nicht abonniert hast, lass gerne ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Und wir starten mit dem Thema Panasonic und Cutlerine. Das ist nämlich auch das Hauptthema heute, nämlich die Batterien. Es ist einfach unglaublich wichtig, dass Tesla genug Batteriepakete am Ende des Tages hat, um natürlich auch das Wachstum zu erreichen. Und hier wird jetzt ein neues Projekt gestartet von Cutl, und zwar zwei neue Fabriken, eine in den USA, eine in Mexiko. Beide Fabriken sollen circa 80 Gigawattstunden haben. Das ist eine sehr, sehr kleine Zahl, wenn wir jetzt das gleich mit Panasonic vergleichen, auf welches ich noch zu sprechen komme. Nichtsdestotrotz wurde hier bestätigt, dass diese Batteriekapazität dann für Ford und für Tesla ist. Und wir wissen, man kann natürlich solche Fabriken im Notfall auch noch weiter ausbauen. Also, das sind sehr, sehr gute Nachrichten, nachdem wir ja schon wissen, dass Panasonic ja auch in Kansas in Amerika eine Batteriefabrik exklusiv nur für Tesla bauen wird. Und zum Thema Panasonic ist jetzt rausgekommen, dass tatsächlich Tesla noch ganz andere Größenordnungen erreichen möchte. Der Zeitrahmen dafür ist ungefähr 2030, 2035, irgendwo in dieser Region möchte man dann eine Rekordzahl von Panasonic abnehmen. Also nur Tesla möchte diesen Betrag, diese Menge von Panasonic abnehmen, damit wir einfach mal wissen, in welche Richtung das geht. Und zwar handelt es sich hier um 2 Terawattstunden Batteriekapazität. Das ist eine unglaublich hohe Zahl. Wenn wir mal jetzt den derzeitigen Markt uns anschauen, ist das das Vierfache dessen, was wir gerade weltweit im Batteriesegment überhaupt produzieren. Und das ist die Zahl, die Tesla dann abnehmen möchte. Es ist noch nicht schriftlich, aber es ist ein Mandat, welches Tesla Panasonic gegeben hat. Und man kann davon ausgehen, dass Tesla das auch locker erreichen wird. Hier habt ihr einfach mal eine Aufstellung, in welcher Größenordnung man jetzt dann aber auch die ganzen Rohstoffe kaufen müsste auf Panasonic-Seite, um dieses zu erreichen. Ihr habt hier Lithium, Nickel, Graphit, Anode, Kobalt, also das jetzt mal als Beispiel und die Menge links mit Tonnen, damit ihr einfach mal eine Vorstellung habt, was für eine Größenordnung das ist. Und Panasonic wird sich jetzt auf diese Thematik vorbereiten. Sie werden diese ganzen Lieferketten und die ganzen Verträge aufbauen, um dann Stück für Stück in diese Richtung dann auch zu kommen. Und nur als Erinnerung, wir haben ja auch den Tesla Semi oder den Cybertruck natürlich, wenn die erstmal richtig skaliert werden, das sind zum Beispiel zwei Produkte, die einfach eine Riesenmenge an Batterien verschlingen und auch brauchen. Und deswegen ist natürlich solch eine Zahl auch realistisch. Wenn wir uns auf die Fabrik hier in Nevada nochmal konzentrieren, wir wissen, das Wachstum der Fabrik alleine als Gebäude hat ja nicht weiter stattgefunden. Die große Frage ist natürlich, wird Panasonic, wenn diese Zusammenarbeit so in diese Richtung geht, dann diese Fabrik hier weiter ausbauen? Wird Panasonic hier noch weitere Batteriefabriken in den nächsten Jahren in Amerika oder in Europa bauen? Denn es wurde nicht spezifisch gesagt, ob dieses nur für Amerika ist oder für den weltweiten Markt von Tesla. Also da können wir sehr, sehr gespannt bleiben, in welche Richtung das geht. Und es darf hier nicht vergessen werden, Tesla produziert oder fängt ja jetzt gerade an, auch selber Batterien zu produzieren. Zwar noch auf einer ganz, ganz niedrigen Menge im Vergleich zu dem Betrag, den ich jetzt hier gerade genannt habe. Aber hier wird ja auch in Austin und in Grünheide dann in den nächsten Jahren hochskaliert. Und es ist zu erwarten, dass man in Shanghai wahrscheinlich auch nochmal auf dem Gelände eine eigene Batteriefabrik, so wie in den beiden genannten Fabriken, auch aufbauen wird. Also ihr seht, es bleibt sehr, sehr spannend. Und ich möchte nochmal daran erinnern, wir haben eine Knappheit von vielen Materialien für Autos in den letzten Monaten gehabt. Und das hat zu vielen Verzögerungen geführt. Wichtig zu beachten ist aber, wenn man die Batteriekapazität, die man braucht für all seine neuen Autos, die man vorstellt, nicht bekommt, dann kann es in Zukunft auch mal zu einem Engpass von Batteriepaketen kommen. Und das ist das, warum Tesla jetzt schon so weit nach vorne schaut, damit dieses nie passiert. Und hoffentlich wird es auch keinem deutschen Autobauer passieren, aber es muss eben halt genug Batteriekapazität da sein, damit auch alle Produkte, die vorgestellt werden, tatsächlich skaliert werden können. Dann schauen wir einmal auf China, denn in diesem Moment, wie ich gerade das Video aufnehme, haben wir einen weiteren Kandidaten. Es ist noch ganz unklar, ob das jetzt tatsächlich dieses Schiff in den Nordpier oder Südpier fährt. Nur zur Info, Südpier, das ist der richtige Weg.
Da müssen die Autos abgeholt werden. Da ist tatsächlich zu diesem Zeitpunkt um 15:30 Uhr an diesem Tage noch keine Entscheidung gefallen. Vielleicht heute Abend, wenn du dieses Video schaust, werden wir mehr wissen, ob dieses Schiff tatsächlich sich auf den Weg in Richtung Südpier macht. Auf jeden Fall steht dort ja das zweite Schiff. Das ist auch eine gute Nachricht und dieses wird auch nach Europa gehen, basierend auf der Erfahrung, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Also, es geht doch voran, es ist sehr erfreulich und ich glaube, ab morgen wird dann hier auch die Glovis Summit sich auf den Weg machen. Es ist also dann auch wieder Platz für ein weiteres Schiff und wir können ganz gespannt bleiben, was diese Woche passiert. Grünheide soll ja dann Richtung Ende dieser Woche auch wieder loslegen und dann werden wir sicherlich sehen, wie das mit dem Model Y Long Range dann weitergeht, weil das ist auch noch eine spannende Frage. Dann schauen wir nochmal zurück nach Amerika und hier haben wir nochmal eine Auflistung des Wachstums und wir sehen ja, dass Tesla im ersten Halbjahr mit 88,7% gewachsen ist. Alle anderen Teilnehmer sind mehr oder weniger gesunken. Tatsächlich hat noch die beste Performance hinter Tesla Ford geleistet mit nur, Anführungsstrichen, einem Minus von 6,5%. Alle anderen sind da wirklich ganz schön hart weggekommen. Also zum Beispiel auch hier Volkswagen mit minus 31,8%. Das ist schon sehr, sehr happig. Natürlich haben alle Autobauer irgendwie ihre Herausforderungen gehabt, aber die hat natürlich am Ende auch Tesla gehabt und irgendwie haben sie dann doch bewältigt im Vergleich zu den anderen Autobauern. Hier in Osten, wie gesagt, sieht soweit alles gut aus. Es ist nicht zu sehen, dass hier eine Schließung der Fabrik stattfindet, um dann nochmal ein Upgrade zu machen, wie in Grünheide. Also bleiben wir gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Und zwar soll es jetzt auch demnächst ein Update zum ganzen Gaming geben. Auch wenn wir wissen, dass es noch andere Herausforderungen gibt. Das sind aber zwei separate Abteilungen hier. Wurde auf jeden Fall bekannt gegeben, dass man daran arbeitet, die App Steam zu integrieren. Für die Leute, die es nicht wissen, Steam ist dafür da, ganz, ganz viele Computerspiele oder allgemein Games zu haben. Und wenn man diese integrieren würde, dann würde das bedeuten, dass ihr gegebenenfalls dann auch Spiele runterladen könnt auf den Tesla und dann spielen könnt. Wie das dann tatsächlich aussehen wird, werden wir tatsächlich dann noch abwarten müssen. Aber wir sehen, dass Tesla hier auch weiter am Infotainment arbeitet, um es noch spannender zu machen. Aber das sind alles kleine Dinge, die dann immer weiter dazukommen über die Jahre. Und dieses Auto natürlich nicht nur ein Auto machen, sondern auch ein Entertainment und natürlich ein ganz anderes Gefühl damit zu fahren. Nur nochmal zur Info, ich bin auch am 30. den Samstag im Hannover beim Sexy Car Event. Also wenn ihr da seid, schaut einfach mal auf dem Tesla Supply Stand vorbei. Da werde ich stehen, da könnt ihr mich persönlich finden. Dann noch mein Podcast, wenn du auch dieses hier in einer Tonspur dir anhören möchtest. Ich freue mich ganz herzlich, dass du da warst und wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut.